Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Mein Name ist Nicole Dellinger und hier geht's definitiv immer ums Heiraten in Dänemark oder um Beziehungstipps. Ja, in meinem heutigen Video dachte ich, ich zeige euch mal eine andere Ecke meines Büros. Hier ist so eine Leseecke. Und das Thema des heutigen Videos ist das Rätsel der Bundesdruckerei. Ich habe in diesem Jahr sehr viele Kunden gehabt, die darauf gewartet haben, dass ihr elektronischer Aufenthaltstitel per Post eingehen soll und habe festgestellt, dass es nicht unbedingt an der Bundesdruckerei liegt, weil die sind recht schnell, sondern meistens damit zusammenhängt, dass ja entweder der Auftrag nicht wirklich abgegeben wurde durch das Ausländeramt oder ja die Akten sich einfach türmen bei denjenigen, die da in der Ausländerbehörde arbeiten. Konkret hatte ich dann halt einen, der einfach dorthin gegangen ist und nochmal nachgefragt hat, weil er halt schon seit 4 Monaten auf die ganze Sache gewartet hat und es leid war zu warten und hat dann einfach gesagt, ich möchte verreisen und ja, wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, dass meine Verlobte sich dann da irgendwie ausweisen kann und hat sich drum gekümmert. Was ist passiert? Die Dame hat dann zugegeben, dass der Fall einfach noch gar nicht bearbeitet wurde, ja, dass das, der Auftrag nicht abgegeben wurde, dass dieser Aufenthaltstitel gedruckt wird und dass sich das immer noch einfach in der Warteschleife befindet, weil halt eine andere Beamtin erkrankt war und dann halt sich nicht mehr dieser Sache gewidmet hat. Und was ist passiert? Die nette Beamtin hat einfach eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt, sodass die beiden dann reisen konnten. Und ich konnte halt den Fall einreichen und die konnten auch heiraten. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt oft eine Situation, wo Ausländer, die zur Ausländerbehörde gehen und ja so ein bisschen als Bittsteller dahingehen und fragen, ja, wie sieht es denn mit unserem Fall aus, einfach ja geradezu weggeschickt werden. Weil es gibt halt oft Menschen, die einfach ohne Termin vorsprechen oder der Beamte hat gerade schlechte Laune und will sich das nicht anhören. Das ist aber natürlich einfach eine dumme Situation und es geht auch darum zu wissen, ja, ich habe doch ein Recht zu reisen oder ich habe doch ein Recht darauf, dass ich einen Aufenthaltstitel bekomme, wenn der mir auch zusteht. Und in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwie mir selber so ein Zeitlimit setze und sage, ja, bis da und da warte ich und dann gehe ich nochmal auf die Beamten zu, denke ich, ist es ganz geschickt, das Ganze zu lösen. Ja, also es gibt kein Mysterium um die Bundesdruckerei. Aber es wird halt oft, das habe ich so oft jetzt gehört, von den Beamten einfach behauptet, ja, die Bundesdruckerei, die kommt den ganzen Aufträgen nicht hinterher und das dauert halt einfach länger. Und ja, mag ja sein, dass es vielleicht sich um 1-2 Wochen verzögert, aber nicht um Monate. Ja, nicht um ein ganzes Jahr, das hatte ich bei einem Kunden. Ne? Der musste einfach einen Anwalt einschalten, weil die Beamten sich quasi da irgendwie verweigert haben, das tatsächlich diesen Auftrag auszugeben. Darauf möchte man das ja im Grunde nämlich anlegen. Also wir appellieren ja irgendwie an die Menschlichkeit, dass derjenige, der da hinter dem Schreibtisch sitzt, mitarbeitet und kooperiert und dass man halt wirklich mit Freundlichkeit auch weiterkommt. Aber manchmal gibt es halt auch wirklich Leute, die Brett vorm Kopf haben. Nicht nur ein Brett. Ein Bretter vorm Kopf haben. Und dann geht es halt vielleicht irgendwie nicht anders, als wirklich mal einen Anwalt für Ausländerrecht einzusetzen. Aber in der Regel, wenn euch halt schon ein Brief eingeht, dass jetzt der Aufenthaltstitel erneuert wird oder dass jetzt ein Aufenthaltstitel in digitaler Form in Auftrag gegeben wird, wird das nicht so lange dauern. Ja? Ein paar Wochen. Ja, genauso wie man auch den Personalausweis. Hi. Ja. Unsere Tochter ist jetzt gerade mal hier. Alles gut. Ja. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen weiterhilft, dass ihr einfach da gar nicht großartig mehr machen müsst, sondern dass ihr da euch einfach drum kümmern könnt, weil wenn ihr was im Auftrag gebt, in der Regel wird das ja dann auch bearbeitet irgendwann. Und es ist auch nicht schlimm, wenn sie mal danach fragt, einfach bei den Beamten, wie sieht es dann aus? Mit wie vielen Wochen muss ich dann noch rechnen? Oder können sie mir denn eine Alternative anbieten, weil ich im Moment dringend reisen muss?
ja, können Sie unterdessen eine Fiktionsbescheinigung für mich ausstellen, damit ich reisen kann und wenn ich dann wiederkomme, dass ich dann halt die elektronische Karte bekomme. Ja. Also ich habe es durchaus jetzt erlebt in zwei Fällen, dass sie es gemacht haben, erst in unterschiedlichen Städten. Das heißt natürlich nicht, dass es pauschal für die ganze Bundesrepublik Deutschland so gilt. Ja, es gibt natürlich immer irgendwo das ein oder andere Dorf oder die ein oder andere Stadt, wo der andere sich querstellt und sagt, nee, machen wir nicht. Aber ich meine, Fragen kostet ja nichts. Ja? Weil wenn ihr eine Fiktionsbeschädigung habt, dann könnt ihr auch damit natürlich reisen.